herzlich willkommen auf dem Multikulti-Share. Ich bin Sohn Laser und heute ein richtig schönes Unboxing. Und zwar könnt ihr euch noch an Lapsips erinnern, die hat mir doch mal diesen kleinen Drucker geschenkt oder geschickt. Und ich habe den mal ausgepackt, das war mein erster 3D-Drucker und habe ihn dann später auch an euch verschenkt. Und die haben mich jetzt angeschrieben und haben mir jetzt nochmal Filamentrollen geschickt. Aber das sind nicht nur Filamentrollen, sondern die haben mir auch noch einen Drucker geschickt, den haben wir hier unter. Wir gucken uns einmal kurz die Filamentrollen zusammen an. Und zwar sind das die Filamentrollen einmal für den kleinen Drucker und aber auch für den großen Drucker. Und zwar seht ihr jetzt schon anhand der Rollen, dass die optimal für den kleinen Drucker gedacht sind. Die passen auch perfekt auf diese kleine Spule. Da haben wir hier einmal blau. In PLA ist das Ganze. Wir sehen auch hier die Temperatur, also die geschätzte Temperatur, die man einstellen soll. Man muss sich aber nicht dran halten, das ist nur ein Richtwert. Und dann sehen wir hier die Dicke des Materials und wie viel Gramm. 250 Gramm in Blau, sieht sehr schön aus, ist PLA. Dann haben wir hier einmal Weiß, auch sehr schön. Dann haben wir hier noch einmal Rot drinne. Und zu guter Letzt haben wir hier noch einmal Schwarz drin. Ja, vier Farbrollen zusammen ergibt das ein Kilo. Finde ich richtig stark. Hier hat man so ein bisschen Farbauswahl. Kann zwischen Rot, Blau, Weiß und Schwarz entscheiden. Und das haben die im Angebot gerade bei sich. Und ich wollte euch unbedingt diese drei oder besser diese vier Farben mal zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal den passenden Drucker. Nicht zu diesen Rollen, aber zu der ganzen Geschichte hier an. Und zwar haben sie mir einen großen Drucker geschickt. Ihr habt ja gesehen, das letzte Mal war es ein kleiner Drucker. Jetzt ist hier ein Riesendrucker, ein großer. Und zwar ein 220x220x250 Druckfläche großer Printer. Und da seht ihr ihn schon. Und zwar heißt das Ganze ET4 3D Printer User Manual. Von Lapsips gelabelt das Ganze. Dem einen oder anderen kommt dieser Drucker vielleicht bekannt vor. Ich denke mal, das ist hier ja, eine ungelabelte Geschichte. Wir sehen, wir müssen den Drucker zusammenbauen. Ist aber sehr gut bebildert, muss ich sagen. Also das gefällt mir richtig gut gerade. Wir müssen den Riemen einbauen, wir müssen den Riemen spannen. Wo die Stecker überall reinkommt, das wird hier aber alles gezeigt. Das finde ich echt gut gemacht so. Ich gehe mal kurz gucken, ob wir das auch auf Deutsch haben tatsächlich. Hier haben wir mal die Spezifikationen am Start. Und da haben wir einmal 0,4er Düsendurchmesser. Maximale Druckgeschwindigkeit 150 mm/s. Empfohlene Geschwindigkeit 30 bis 60 mm/s. Maximale Düsentemperatur sind 250 Grad. Maximale Heizbetttemperatur 100 Grad. Wir haben eine Druckergröße von 220x220x250 mm, habe ich euch ja gerade schon gesagt. Schichtdicke 0,1 bis 0,3. Das Ganze ist mit MicroSD-Card oder USB verbindbar. Eine Leistungsausnahme von 100 bis 240 Volt. Also ganz normal über die Steckdose betreibbar. Dann Arbeitsfeuchtigkeit, automatische Nivellierung. Oh, das ist sehr interessant. Wir haben eine automatische Bed-Leveling-Geschichte. Da bin ich mal gespannt. Dann Stromausfall sicher. Das heißt, wenn Stromausfall ist und der Strom kommt wieder, macht er einfach weiter an der Stelle, wo er aufgehört hat. Ich kann schon vorab sagen, dass diese Funktion meistens nicht funktioniert, weil die Nozzle, ihr müsst euch vorstellen, die Nozzle unten, die ist heiß. Und wenn die druckt auf eurem Druckbett und der Strom fällt plötzlich aus, dann bleibt diese Nase irgendwann stehen. Trotzdem hat sie ja noch diese Hitze. Das wird sich auf dem Material, wo die Spitze stehen bleibt, das wird, ja, das hat Auswirkungen, diese Hitze, die die Nase ausstrahlt. Und wenn der Strom wieder angeht und sie will weiterdrucken, habt ihr da auf jeden Fall eine Macke in dem Druck. Das heißt, diese Stromausfallgeschichte ist ganz nett, aber naja. Automatisches Filamentsensor, also wir haben hier einen Sensor drin, das uns sagt, dass das Filament alle ist und dann stoppt der Drucker auch. Dann haben wir hier nochmal die ganzen Maßen. PLA und ABS. Druckgeschwindigkeit 60. Okay. Dann haben wir hier die Bauanleitung auf Deutsch. Das finde ich schon mal richtig gut. Also das finde ich wirklich sehr gut. Das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr gut.
wie man das Ganze zusammenbaut. Was ich auch gut finde, ist, hier der Extruder ist aus Aluminium und nicht aus Kunststoff. Denn wird hier gesagt, wie man das Ganze einstellen soll. Hier ist wohl der Sensor drin. Und ist der Sensor da fest verbaut? Moment mal. Das ist hier jetzt der Druckkopf. Ah, das ist die Pro-Version. Okay. Oh, ach, cool. Wir haben hier unseren... diesen Drucker werden einige jetzt vielleicht gerade erkennen. Und ja, es handelt sich hier wohl um die Pro-Version. Und ihr könnt hier mit 20% das Ganze für 220 Euro erwerben mit meinem Prozent Gutscheincode. Und dann kriegt ihr hier wirklich einen sehr, sehr günstigen und guten Drucker. Aber das werden wir alles noch machen und tun. Ne? Ich möchte nur vorweg schon mal ein bisschen was dazu sagen. Auf jeden Fall haben wir hier das automatische Auslivinieren. Das heißt, hier hat er so einen Sensor drin. Hier haben wir unsere Nozzle. Und über diesen Sensor hier kann das Ganze ausgelevelt werden. Und das sehen wir hier. Und dann druckt unser Drucker immer korrekt in der richtigen Dicke. Da bin ich ja mal richtig gespannt. Dann haben wir hier das Menü. Es wird aber auch nochmal alles schön auf Deutsch erklärt. Das finde ich wirklich sehr gut gemacht. Und dann kommt hier die nächste Sprache. Gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Dann haben wir ein bisschen PLA. Ja, das wird uns nicht reichen. Aber wir haben ja. Dann haben wir hier einmal den Bautenzug. Und zwar hierfür. Für den Motor. Der kommt ja auf die Schiene. Und ihr seht, hier haben wir den Antrieb. Und dann müssen wir hier diesen Riemen rumspannen. Und das einbauen. Dann haben wir hier noch einen Kabelbinder mit bei. Dann haben wir hier noch verschiedenes Werkzeug, um den Drucker zusammenzubauen. Noch eine Ersatzdüse. Und nochmal so ein Einsatz, der den Schlauch, den weißen Schlauch fixiert. Dann ein USB-Stick. Und da drinnen wieder eine Micro-SD-Karte. Ja, mit 8 GB von Zentist. Ey, Leute. Von Zentist. Also, jetzt bin ich echt überrascht. Und dann auch noch eine 8 GB. Geil. Zusammenbaumaterial. Okay, wir holen den mal raus. Aber das sieht aus wie der Pro-Kopf. Das gefällt mir schon mal richtig gut, ey. Also das freut mich gerade tierisch. Dann kann man das Ganze hier rausnehmen. Und dann haben wir hier einmal den Frame. Ja, da sehen wir einmal hier, das Ganze läuft nur mit einer Spindel, nicht wie bei dem Anycube mit zwei Spindeln. Wir haben hier nur eine Spindel auf der Seite. Wir haben den Extruder direkt am Kopf. Der bewegt sich hier also hoch und runter mit an der Geschichte. Das Ganze hier ist aus Alu. Oh. Das Ganze ist hier aus Alu gefertigt. Macht einen guten Eindruck. Hier haben wir den Sensor fürs Filament. Und hier sind die ganzen anderen Kabel dran. Hier haben wir einmal den Motor. Ich muss aufpassen für die Kamera. Einmal den Motor, der unseren Druckkopf hin und her bewegt. Dann haben wir hier einmal den Motor. Ich werde das erstmal kurz auspacken. Was haben wir hier noch? Hier haben wir einmal ein 3... Ah, das ist ja cool. 3M-Tape zum Aufkleben auf die Glasoberfläche. Ah, okay. Okay. Ja, hier haben wir so eine Beschichtungsplatte. Ist halt die Frage, ob wir das wirklich draufkleben sollen. Oder ob wir auf Glas kleben. Müssen wir mal gucken. So, und da haben wir den restlichen Drucker drin. Und jetzt kommt es dem einen oder anderen vielleicht doch bekannt vor. Dann haben wir hier drinnen noch den Kaltnetzstecker und den Filamenthalter. Ja, ich räume das mal eben alles aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, das Ganze hier ist in grün. Viele Leute werden es vielleicht aus einer anderen Farbe kennen, wie zum Beispiel rot oder in schwarz werdet ihr den vielleicht kennen. Ja, hier ist ein Grün. Das Ganze ist, wie gesagt, von Labstips.
Und das ist jetzt ihr großer, die Antwort auf den kleinen. Und wie gesagt, wenn ihr den kennt, hier unten haben wir die Kabel, die wir später verbinden müssen mit unserem Kopf. Okay, sieht alles ordentlich aus. Hier haben wir den Motor für die Platte unten. Hier haben wir das Netzteil drunter. Hier haben wir die Strebe drin, die den Rahmen verbindet. Das heißt, das ist nicht nur auf diesem Blech, sondern wir haben hier wirklich noch ein Profil drin, wo der Rahmen drauf läuft. Dann haben wir hier einen An- und Ausschalter, den Kaltnetzstecker. Dann haben wir hier nochmal die Bezeichnung von Labist für diesen Drucker. Und dann hier ein Loch, wofür auch immer. Dann haben wir hier den Micro-SD-Karten-Slot, das USB-Kabel. Hier die Druckfläche auf Glas. Aber wir haben ja hier von Labstips so eine Fläche bekommen, die man wohl hier drauf kleben könnte, um den Support für andere Materialien zu erhöhen. Problem ist, wenn wir den drauf kleben, dann ist das fest drauf, das Material. Vielleicht auch erstmal nur auf Glas drucken, mal gucken. Das geht definitiv auch erstmal. Wir gucken mal kurz auf der anderen Seite, was haben wir hier? Hier haben wir den kleinen Lüfter fürs Netzteil. Hier ist ein Siegel drum. Und das war's. Dann haben wir vorne einmal den Brand Labist. Und hier haben wir das Touchscreen. Ja. Wir haben ja so ein Touchscreen-Feld. Sehr schön. Ja, und dann ist der Drucker hier gesichert mit Schaumstoff. Also die Platte ist gesichert mit Schaumstoffblöcken. Das Ganze ist hier mit Umlenkrollen. Wer das Ganze bewegt, ich guck mal kurz. Hier ist gar kein Spiel. Hier ist das Heizbett unter. Hier ist gar kein Spiel. Okay, krass. Und es sieht aus wie die Pro-Version. Sehr geil. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr geil. Hier ist der Stecker, den wir nachher anschließen müssen, wenn wir den Bügel angebracht haben. Ist hier der Stecker. Aber ich will mir einmal das Heizbett angucken. Ach was, das ist ja stark. Da haben die hier als Transportsicherung hier so einen grünen Gummi drin. Fummel ich mal gerade raus. Hier. Das ist ja cool. Als Transportsicherung, dass der Tisch sich hier nicht bewegt. Hier ist das Kabel. Ach, das ist hier zusammengebunden. Okay. Das müsst ihr natürlich befreien. Ich habe für den Drucker auch schon verschiedene Tuning-Parts runtergeladen. Und wir werden das Ganze auch zusammen aufbauen. Ihr müsst hier das Kabel für das Druckbett hinten rausführen. Und da haben pfiffige Bastler hier schon so eine Halterung gebastelt, weil das Kabel hier in diesem Loch drin rumwackelt. Und dann hier das Bett nach vorne und nach hinten fährt. Und dann müssen wir hier einmal diese Transportsicherung wegmachen. Das finde ich geil. Das finde ich wirklich geil gemacht. Macht auf jeden Fall schon mal einen richtig geilen Eindruck, der Drucker. Und was ich auch cool finde, ist, hier Endpunktschalter haben wir hier. Hier sehen wir einmal die Umlenkrollen. Ich muss gucken, wie die Kabel unten. So, dann kann ich euch das Ding mal komplett zeigen. Hier sehen wir den Motor. Der Rahmen hat Spannung. Ist gut. Und dann sehen wir hier den Motor für die Platte. Das hier hat eine Zugentlastung. Hier ist eine Zugentlastung dran. Sehr gut. Ey, das gefällt mir richtig gut, ey. Und dann zack, zack. Und dann geht er nach vorne und nach hinten. Alles kugelgelagert, alles fest. Hier ist die Glasscheibe. Nochmal mit dem Heizbett. Boah, das Heizbett ist ja fett. Wir haben hier so eine richtig dicke, fette Alu-Heizdeckplatte. Und da ist da die Scheibe drauf, okay. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Mal kurz gucken. Aber diese Folie abmachen. So. Okay, die Risse, die wir hier sehen, die sind nicht auf der Platte. Jetzt kann man hier diese Clips entfernen. Das mache ich mal eben. Und dann kann man die Glasplatte hochheben. Okay. Ah, okay. Das ist hier auf dieser Folie. Ist das eine Folie oder nicht?
Okay, hier auf der Aluplatte ist noch eine Folie drauf. Und hier sind die Risse zu sehen. Das ist nur die Folie. Okay, dann haben wir hier eine Glasscheibe. Und diese Glasscheibe, die ist auch komplett aus Glas. Ne? Und dann gibt es hier von Lapsus noch die Möglichkeit, diese Folie drauf zu kleben. Ja, die ist so leicht, ja, hat so eine leichte Körnung, ganz leicht nur. Und damit könnt ihr natürlich die Druckhaftung erhöhen. Wir werden es einmal ohne probieren und einmal nur mit der, also einmal mit der Glasscheibe. Und wenn es nicht funktioniert, kleben wir hier diese Platte drauf. Das ist ja nicht das Problem. Finde ich aber gut, dass hier die Glasscheibe mit diesen Clips nur gehalten wird und dass wir diese einfach abmachen können. Finde ich gut. Bei dem Anycube zum Beispiel war sie angeklebt. Das war ein bisschen größeres Theater. Und da finde ich das hier doch wirklich ganz cool gemacht. Okay, gefällt mir gut. Jetzt kommt der Rahmen. Der Rahmen würde dann hier raufkommen, wird verschraubt. Den holen wir jetzt mal kurz. Den haben wir hier. Und der kommt dann hier so drauf. Ja, wie gesagt, dem einen oder anderen wird dieser Drucker vielleicht bekannt vorkommen. Ich werde den jetzt zusammenschrauben, werde den zusammenbasteln und dann werde ich ihn einstellen und euch das Ergebnis zeigen, was dieser Drucker leistet. Da werden wir noch ein paar mehr Videos machen. Dann werde ich euch sagen, wie der Zusammenbau war, ob der kritisch war oder nicht. Und ob das hier ein Problem war mit dieser Einstellgeschichte, aber ich glaube nicht. Das ist alles so gut bebildert. Ich möchte mir nochmal den Extruder angucken. Der gefällt mir extrem gut, weil er hier komplett aus Alu ist und nicht aus Kunststoff. Echt stark. Ich habe mir für den Anycube schon die Alu-Version geholt, aber noch nicht umgebaut. Wir gucken uns jetzt noch mal kurz zuletzt den Kopf zusammen an. So, hier haben wir noch mal unseren Rollenhalter. Das ist so ein Rohr. Und dann schraubt man das einfach hier drauf. So. Und dann können hier die Filamentrollen drauf. Ja, okay, kann man machen, ne? Und dann schraubt man den einfach eigentlich hier oben drauf, so. Aber ich werde mir wohl, weil es für meinen engen Raum bequemer ist, werde ich diesen Halter wohl weglassen. Aber ist auf jeden Fall mit bei. Ansonsten haben wir hier kein Spachtel oder sonstiges. Das ist also schon Drucker für Leute, die wohl mal schon einen Drucker haben. Zubehör ist auf jeden Fall da. Gucken wir uns noch mal kurz den Kopf an. Den bin ich ja jetzt gespannt, wie der ausschaut. Und es sieht wirklich nach der Pro-Version aus. Cool. Hier haben wir den Kopf drinne. Da sind einmal alle Kabeln. Die sind hier rumgewickelt. Die wickeln wir einfach raus. Wichtig ist dieser Schlauch hier. Den müssen wir nochmal schön gerade machen. Der darf keine Knicks haben, weil da nachher unser Filament durchläuft. Und dann haben wir hier den Kopf, der auf dieser Schiene hier nachher läuft. So, dann haben wir hier einmal unseren Radiallüfter, der mit einem selbstgedruckten Kühler, das ist ja witzig, da habe ich mir auch schon verschiedene Vorlagen für runtergeladen. Da kann man nämlich andere Kühler draufpacken. Das ist einfach ein selbstgedrucktes Teil. Und ja, das ist einmal der Lüfter dafür, für die Kühlung. Und dann haben wir hier vorne nochmal einen Lüfter drin, der unser Hotend kühlt. Das sehen wir hier. Dann sehen wir den Heizteil und dann sehen wir hier unseren automatischen Auslivierung. Das heißt, das Teil geht runter, merkt, okay, hier ist die Platte und levelt diese ganze Platte automatisch aus. Da bin ich ja mal gespannt. Hatte ich bis jetzt nicht. Bis jetzt musste ich immer mit Papier selber ausleveln. Und da bin ich mal gespannt. Das Ganze läuft hier auch so hart rollen mit Kugellagern. Null Spiel in der ganzen Geschichte. Also wirklich gar kein Spiel drin. Und das Ganze kommt dann... Das Ganze kommt dann hier so drauf. Läuft ziemlich stramm. Also echt, boah. Also leicht ist was anderes. Aber ich habe auch gehört, man kann das mit diesen Rollen... Das heißt, man kann diese Schrauben lösen und dann kann man diese Rollen leicht einstellen. Aber ihr seht auch schon, die eine Rolle biegt sich hier schon. Und da hat man extra hier so eine Mutter. Und diese Mutter hat nämlich hier extra diesen Schlüssel. Das zeige ich euch jetzt mal eben kurz. Mit diesem Schlüssel
hier rein und können diese Rolle anpassen. Ah, guck mal an. Und dann, dann läuft das Ganze auch leichtgängig. Seht ihr? Das ist aber cool. Okay, so easy hätte ich mir das gar nicht vorgestellt. Oh, jetzt ist er zu locker. Wir hören, ist er jetzt zu locker. Dann drehen wir einfach diese Mutter wieder ein bisschen. Jetzt ist, ey, das ist ja Wahnsinn. Und leicht. Okay, das Ganze ist hier auch am Arm so. Da haben wir die Mutter hier drinne. Das ist der Arm, der läuft ja hier ohne Schnecke. Die Schnecke ist ja auf der Seite nur. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich werde den jetzt zusammenbauen. Und dann werden wir uns den mal die nächsten Tage angucken. Und dann gucken wir mal, wie der druckt. Und dieses Auto-Leveling, das ist vielleicht für die einen oder anderen interessant. Und ich finde das cool, dass Labsitz mich hier angefragt hat, ob ich das zeigen möchte. Und seid gespannt. Ich werde ihn jetzt zusammenbauen. Dann kommt er in den Kasten und dann werden wir zusammen mal auf die ganzen Einstellungssachen eingehen. Da werde ich euch sagen, ob das schwierig war hier mit dieser Installation und dem Bügel. Aber es sieht nicht so aus. Ich glaube, das ist einfach Kinderkram, einfach den Riemen hier rüber. Ich habe schon verschiedene Mods gesehen, aber ich glaube, die sind hier schon in der Pro-Version ausgebessert. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal wirklich gespannt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es heißt 3D-Drucken, weiterer Aufbau, weiterer Fortschritt. Ich bin mal gespannt. Und ja. Ey, krass, ey. Das Bett hat null Spiel. Null. Macht einen viel stabileren Eindruck als der vom Anycube. Krass. Hätte ich nicht gedacht, ey. Naja, Leute, wir sehen uns dann, wenn es heißt Labstips, zweiter Park. Und schaltet auch wieder ein. Euer Laser, bis zum nächsten Video. Tschüss.